Moin Moin und hallo zu einer neuen Folge Donkey Kong Country. Nein, Spaß, wir sind bei Pokémon Strahlender Diamant. Wir befinden uns im Talberg mit einer Musik, die mich sehr an Donkey Kong erinnert. Der Talberg ist, ich schätze mal, unsere letzte Station in der Story. Die Hauptstory haben wir schon abgeschlossen. Das hier ist jetzt noch eine Side-Story im Postgame. Ich vermute, danach wird auch gar nichts mehr kommen. Ich renne jetzt gerade ein bisschen rum, weil wir beim letzten Mal ein Porygon-Ei bekommen haben von einem guten Gartaku, das jetzt auch schlüpfen wird. Und wir müssen sehr hoffen auf ein gutes Wesen und eine gute Fähigkeit. Es hat einen hohen Spezialangriff. Wäre gut, wenn das vielleicht noch gebufft wird oder gar nicht angebrüllt wird. Und nach Möglichkeit wäre die Fähigkeit Anpassung, glaube ich, ideal. Schauen wir mal kurz. Ach, das ist natürlich ganz blöd. Spezialangriff wird genervt und Verteidigung wird gebufft. Und als Fähigkeit Download, also eigentlich leider genau das Gegenteil von dem, was wir gerne haben möchten. Ist die Spezialverteidigung des Gegners höher als seine Verteidigung, wird der eigene Spezialangriff erhöht. Ist die Verteidigung höher, stärkt der Angriff. Damit können wir eigentlich leider nicht so viel anfangen. Lasst mich mal kurz auf Bisa-Fan schauen. Ob wir denn damit trotzdem etwas anfangen können. Ich will nur mal kurz zeigen, was die bessere Fähigkeit gewesen wäre. Pokémon mit Anpassung verstärken Attacken ihres Typs nicht wie beim gewöhnlichen Typ Bonus um 50%, sondern um 100%. Das wäre jetzt super gut gewesen. Schade. Das wäre quasi der doppelte Step-Bonus gewesen. Was eigentlich die unglücklichste Kombination aus Wesen und Fähigkeit, die man hätte haben können. Ich glaube, damit können wir nicht viel anfangen. Ich glaube, das geht so nicht. Das ist natürlich super blöd, dass dass Gartaku da extra so viel auf sich genommen hat, um uns ein Porygon zu verschaffen. Und wir es jetzt gar nicht nutzen können. Wir können ja, ich weiß nicht genau, wie lange der Talberg dauert, danach mal zu dieser Pokémon-Villa gehen mit dem Ziergarten und mal schauen, ob wir da vielleicht Glück haben und ein Porygon bekommen. Da ist es ja so, dass im Ziergarten jeden Tag ein anderes zufälliges Pokémon dort auftaucht. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann taucht am 6. Tag ein Porygon auf.
Na gut, nichtsdestotrotz, dann kümmern wir uns zumindest erstmal um den Karlberg. Wir haben ja noch ein paar andere Pokémon, die auch neu im Team sind. Oder relativ neu, zum Beispiel ein Notuska. Genau, Noctuska, Entschuldigung. Typ Pflanze Unlicht, finde ich sehr cool. Wir haben auch kein anderes Unlicht-Pokémon im Team. Allerdings haben wir ein anderes Pflanzen-Pokémon im Team mit Muk. Und ich mag eigentlich keine doppelten Typen im Team. Also ich mag schon Doppeltypen sehr, aber doppelte Typen im Team dafür nicht so. Und dann müssen wir da auch mal schauen. Noctuska hat auch kein optimales Moveset, würde ich sagen. Aber das mit dem Porygon, das ärgert mich jetzt schon sehr. Also, wie viel Pech muss man haben, dass man echt die negativste aller Varianten oder aller Möglichkeiten zieht, was Wesen und Fähigkeit angeht? Ich würde auch gern andere Pokémon ins Team aufnehmen, die vielleicht auch so, die man auch in Competitive Kämpfen einsetzen kann. Aber mir fallen da ehrlich gesagt nicht so viele ein. Von daher, wenn ihr da irgendwie Vorschläge habt, sagt mir gern Bescheid im Twitch-Chat oder in den YouTube-Kommentaren. Ich habe mir in der letzten Folge auch ein Metagross ins Team geholt. Als Alternative für Kyo. Weil Kyo kann ich nicht in Competitive Kämpfen einsetzen, weil sie ja ein legendäres Pokémon ist. Aber Metagross hat auch noch kein optimales Moveset. Vor allem hat Metagross auch eigentlich gar kein gutes Wert, gar kein gutes Wesen. Ja, wobei das Moveset geht eigentlich voll klar. Jetzt ist natürlich die Sache, ich kann halt keinen Charakter benutzen, solange der Typ noch beim Begleiter ist. Kein Gesetz der Welt befiehlt einem, stark zu sein oder so. Aber zu verlieren ist dem Pokémon gegenüber einfach nicht fair. Schließlich legen sie sich für einen immer voll ins Zeug. Meine Verantwortung als Trainer ist es deshalb, ihre harte Arbeit anzuerkennen. Müssen wir, glaube ich, einen anderen Weg finden. Wir wissen ja, im Norden haben wir einen Ausgang, den wir wahrscheinlich erreichen müssen. Mir ist aber nicht ganz klar, wie wir den erreichen. Weil auch hier geht es ja wieder nur über einen Kraxler nach oben und da kommen wir ja nicht lang.
Also, was sind beides normal Pokémon? Ich habe zum Glück ja eine Kampfattacke. Ah, durch Hammerarm sinkt die Initiative, aber das ist ja gar nicht so schlimm. Ja, ich hatte es ja in den letzten Folgen schon erwähnt. Wir sind ja in den letzten Zügen. Oh, habe ich jetzt versehentlich die falschen? Ach so, weil das Normal-Pokémon schon besiegt war. Verstehe. Wir sind ja in den letzten Zügen des Let's Plays. Ich kann mir nicht vorstellen, dass nach dem Karlberg noch was kommt. Ich glaube eher, dass dann die Side-Story vielleicht abgeschlossen ist. Mal sehen, vielleicht machen wir dann noch eine Sonderfolge mit ein paar PvP-Battles oder so. Und schon Ende des Monats erscheint ja das nächste Pokémon-Spiel, Pokémon-Legende Arceus, worauf ich mich, muss ich zugeben, sehr, sehr freue, weil der Entwickler dort endlich mal in eine komplett andere Richtung gehen. Das kann man ja dann mehr so mit Monster Hunter Stories vergleichen. Das wird dann mehr so Action Survival RPG mit so einer Mischung aus Open World und Open Schlauch. Ja, vielleicht Open große Gebiete. Ach, das ist natürlich auch sehr blöd gewesen jetzt, denn Sichlor ist ja ein Käfer und Käfer ist sehr effektiv gegen Pflanze. Ja, dafür liegen uns die beiden Pokémon umso mehr. Dann können wir beide mit den Pflanzattacken locker wegmachen. So, dann hat Avenaro nach dem Kampf weniger Arbeit, uns wieder zu heilen, weil Muk hat sich selbst geheilt. Und wir müssen jetzt mal schauen, wo denn der Weg ans Ziel ist. Also hier kommen wir, wie gesagt, nicht lang. Wir wissen, also wir kommen hier noch nach unten. Oder wir können hier die Treppe nach oben, aber ich glaube, hier waren wir auch schon. Oh Mann, hier waren wir doch überall schon. Ja, ich glaub, also ich fürchte, bevor wir. Ja, hier müssen wir auch schon gewesen sein. Ja. Mist, wie kommen wir da? Wir können keinen der Kraxler-Wege benutzen, ohne dass uns. Und wenn wir dich ansprechen.
Mein großer Bruder ist Teil der Top 4. Nicht verwunderlich also, dass ich etwas mehr drauf habe als so ein Otto-Normaltrainer. Aber darum geht es mir eigentlich nicht. Ich will nämlich aus eigener Kraft stärker werden. Das schulde ich einfach den Pokémon, die an meiner Seite sind. Kakler kann nicht eingesetzt werden, solange du in Begleitung von Avenaro bist. Hier kommen wir, es ist auch eine reine Sackgasse. Oh Mann, das finde ich echt blöd. Also theoretisch müssen wir das über den Kraxlerweg machen. Anders. Also. Da kommen wir auch nicht hin, oder ist das. Nee, es sieht nicht aus wie ein Stärkestein. Also wir sind ganz in der Nähe von. Oh, das ist ein Stärkestein. Los, Petiza, Flick und Sieg. Wie kommen wir denn hier so leicht dahin? Das wäre ja super. Ja. Oh nein. Oh doch. Es klappt genau sehr gut. Dann geht ihr die Treppe hoch. Und kommen. Sehr gut. Da ist der Ausgang. Wenn mich mein Bauchgefühl nicht täuscht, dann liegt der Schatz des Vulkans direkt vor uns. Man sieht sich, Brahma. Hey, hey, ist kein Wettrennen hier. Gut möglich, dass du hier der stärkste Trainer bist. Abgesehen von mir natürlich. Piu, piu, piu. Oha, was geht denn hier? Hey, sieh dir das an, Brahma. Da ist der Magmastein, der Schatz des Kahlbergs. Und da ich ihn gefunden habe, bin ich jetzt wohl der beste Trainer von allen. Danke für die Hilfe. Uff. Boah, wow. Das war heftig. Der Vulkan bebt förmlich. Vielleicht bricht er sogar aus. Ach was, das wird schon nicht passieren. Man sieht sich, Brahma. Grüß mir deinen hibbeligen Trainer, Kumpel. Okay, das war's jetzt. Man, hier sind vielleicht versteckte Items. Nee, offenbar nicht. Okay, das war jetzt alles, oder wie? Das. Oh, ein Schlob. Erforsche jeden Winkel der Sendoregion. Das hilft uns leider auch nicht weiter. Jetzt ist natürlich die Frage, haben wir hier irgendwas übersehen oder können wir jetzt aus dem Kahlberg wieder raus? Ach, Gataku, moin. Na, wie geht's dir? Ich muss leider gestehen, das Porygon-Eis geschlüpft, kann es aber leider nicht verhalten. Das ist halt echt das schlechteste aus Wesen und Fähigkeit, was ich hätte bekommen können. Das, also ich bin trotzdem voll dankbar, dass du
mir da ein Pokémon-Ei besorgt hast, aber das kann ich so leider nicht verwenden. Hat, wenn mich nicht alles täuscht. Ach, jetzt können wir, weil ja Avenaro weg ist, können wir zumindest mal über die ganzen Kraxler-Wege gehen. Müssen wir noch gar nicht den Kahlberg verlassen. Jo, mir geht's auch soweit gut. Danke der Nachfrage. Bin nur etwas gefrustet, dass das Porygon echt so ein schlecht, so, ja, so schlechter Verfassung ist, weil wir da ja echt darauf hingearbeitet haben. Naja. Achso, wir müssen ja Gengar vorn lassen. Wenn wir eins der schwächeren Pokémon nach vorn holen, dann hilft uns der Schutz ja nichts. Was für ein Wesen hat es denn? Es bekommt einen Malus auf Spezialangriff und einen Bonus auf Verteidigung. Und als Fähigkeit hat es nicht Anpassung, sondern das andere, Download. Was eben ein plus 1 Boost von Angriff oder Spezialangriff haben kann, abhängig von den Werten des gegnerischen Pokémon. Ich kann mich leider nur noch erinnern, dass es hier überall Kraxlerwege gab. Aber nicht mehr genau, wo die waren. Daher müssen wir leider nochmal alles soweit ablaufen. Da ist zum Beispiel ein Kraxlerweg und ein Item, das wollen wir uns natürlich auch schnappen. Da müssen wir nochmal drumherum. Ne, hier ist der Kraxlerweg. Ja, genau, dachte ich mir auch, dass das, also was ich für ein Pech haben muss, um das schlechteste Wesen von allen zu bekommen und auch noch die schlechte Fähigkeit. Ich habe auch versucht, ob das Spiel zu resetten was bringt, ob das, also Entwicklung ist ja, oder bei, wenn man Pokémon fängt, ist ja so, dass Wesen und Fähigkeit nochmal neu gemischt werden, wenn man das Spiel nochmal neu lädt. Aber das hat auch nichts gebracht. Also ich glaube, bei Pokémon Eiern wird das Wesen und Fähigkeit schon terminiert, wenn das Ei halt entsteht. Aber ich hatte schon die Idee, dass wir dann ja zumindest noch mal im Ziergarten uns nach einem Bogen umschauen können. Das ist zwar nicht so einfach, also wie gesagt, soweit, wenn ich das richtig verstanden habe, taucht Porygon dort am sechsten Tag auf. Ja, erfassen wäre die bessere Fähigkeit, wobei es als Porygon Z dann die Fähigkeit Anpassung hat. Genau, ja, Anpassung wäre auch die Fähigkeit, die ich gerne haben möchte. Weil die ja quasi den Step-Bonus verdoppelt. Und wenn ich dann mal über den Daumen gepeilt mir überlege, die Attacke Hyperstrahl, die ja so schon, ich glaube, einen Schaden von 100, 140 hat, glaube ich.
dann durch die Fähigkeit wird das nochmal verdoppelt. Da sind wir bei 300. Und dann noch der hohe Spezialangriff, den ja Porygon Z hat. Ist halt voll krass. Wobei Überstrahl, glaube ich, keine so günstige Attacke ist, weil man da nachher eine Runde aussetzen muss. Aber zumindest mal so als Beispiel. Okay, jetzt ist natürlich die Frage, ist jetzt damit die Side Story beendet oder hätte ich da jetzt noch was im Fallwerk triggern sollen? Bei mir wird hier auch kein Ziel angezeigt. Erforsche jeden Winkel der Sinnoh-Region, bringt mir jetzt leider auch nicht so viel. Hinten in der Höhle, meinst du da, wo Avinaro den Magmastein bekommt? Und danach ist er ja quasi einfach verschwunden. Also ja, genau da war ich schon. So, ist ja immer noch der Schutz tief. Bisschen blöd, dass man beim Kralberg keine Schnellreisemöglichkeit hat. Das heißt, bevor ich jetzt vom Kralberg abhaue und dann wieder da zurück muss. Ja genau, dann zurück in das Überlebensareal. Okay. Dann machen wir das mal. Und Gartako, wie war deine Woche so? Und da musst du, glaube ich, in das Haus neben dem Pokémon Center. Aber das ist doch das Überlebensareal. Hier ist das Erholungsareal. Sorry, my bad. Die beiden Namen sind aber auch. Ist das Kampfareal? Was? Der Magmastein wurde gefunden? Dann ist die Legende also wahr. In dem Fall könnte das Pokémon das Vulkan erwachen und einen Ausbruch verursachen. Alles klar, Opa. Ich werde den Magmastein zurückbringen. Deiner Geschichte zufolge scheint ja der Magmastein das Pokémon aus dem Vulkan zu beschwichtigen. Und keine Sorge, diesmal schaffe ich das alleine. Das heißt, wir müssen jetzt wieder zurück zum Kralberg.
Dann werde ich vorher mal. Dann werde ich vorher mal zu der Villa fliegen. Mal schauen, was es heute da für ein Pokémon gibt. Ich glaube, es war im Süden von der Stadt. Ich vertue mich da jedes Mal. Meine Woche war okay, ich hatte Schule. Es freut mich, wenn du eine gute Woche hattest. Ja, genau, hier scheint mir richtig zu sein. Ach, immer dieses Labyrinth. Hier gibt es vieles, auf das ich sehr stolz bin. Mein größter Stolz aber ist mein traumhaft schöner Zehrgarten. Warum bei Reisen, wenn Pokémon sich ganz von alleine in meinem prächtigen Garten tummeln? Na, was meinst du? Da platzt es sicher fast von Neid, habe ich recht? Oho, wusste ich's doch, du bist tatsächlich neidisch. Aber sei unbesorgt, das macht mir nichts aus. Ich erzähle dir gern mehr. Es ist nämlich so, sobald ich meinen Zehrgarten betrete, kommen die Pokémon zu mir gerannt. Ganz von allein. Und wie glücklich sie dabei aussehen. Na, das macht dich doch sicher wieder neidisch, stimmt's? Gib's ruhig zu. Oh, wusste ich's doch, du bist tatsächlich neidisch. Aber sei unbesorgt, das macht mir nichts aus. Ich erzähl dir gern mehr. Weißt du, als ich heute Morgen in den Zehrgarten kam, kam ein niedliches Evoli zu mir. Und gab mir ein Küsschen auf die Wange. Aber mein Herr, dieses Pokémon, von dem ihr gerade spricht, das gibt es im Garten noch gar nicht. Was sagst du da? Ich erfinde so etwas doch nicht nur, um damit anzugeben. Dazu. Jawohl, mein Herr, sofort, Sir. Okay. Ich weiß gar nicht, Evoli können wir, glaube ich, nicht so richtig gut gebrauchen. Also wir haben ja schon die Weiterentwicklung, die Pflanzenweiterentwicklung im Team. Die anderen Weiterentwicklungen reizt mich persönlich gar nicht so sehr. Wir könnten es natürlich. Ah, im Kahlberg. Also Heatran ist dann also das legendäre Pokémon im Kahlberg, verstehe. By the way, wenn du willst, kann ich dir noch einen Porygon züchten. Ja, von mir aus gerne. Das wäre tatsächlich ganz cool. Dann hoffe ich nur, dass ich diesmal mehr Glück mit Wesen und Fähigkeit habe. Kann man eigentlich hier in dem Teil dem Pokémon Lichtel fangen? Muss ich mal kurz
die schlauen Visa-Fans befragen. Genau, Lichter entwickelt sich zu Scalabra, was ich sehr cool finde. Mal kurz schauen, gibt's das denn auch hier überhaupt? Fundorte? Ah, kein Fundort in der Generation. Das ist ja blöd. Ich hatte nämlich gerade überlegt, wen wir noch so ins Team nehmen können. Da ich ja versuche, so mein Team ein bisschen auszubauen oder so ein Pool von Pokémon zu haben, die ich so in PvP-Battles benutzen kann. Da wäre es Glabra ganz cool eigentlich. Warum ist denn Evoli hier so selten? Brauchen es gar nicht so sehr. Und jetzt lässt es auch noch auf sich warten. Oh, das fällt doch gerade ein. Das wird ja sicherlich relativ niedrig im Level sein. Das heißt, wir brauchen noch ein relativ niedrig leveliges Pokémon, das es dann schwächen kann, ohne es gleich zu besiegen. Wie nehmen wir denn dann? Die Pokémon hier sind ja alle recht stark im Level. Ich glaube, ich werde doch mal Scharnierer und Togepi ins Team nehmen. Die Weiterentwicklung Hytera und Togetic sind ja zumindest so für den erweiterten Pool ganz gut. Muss ich nochmal schauen, was hat sie denn für ein Wesen? Hab ich mal. Oh, sie hat ein ganz gutes Wesen eigentlich mit Boost auf Spezialangriff und genervten Angriff. Aber wir brauchen sowieso nur den Spezialangriff. Innere Kraft. Wird das Pokémon ausgewechselt, werden seine Statusprobleme geheilt. Finde ich auch ganz nett. Ich glaube, man könnte ihr ganz gut den Heiß-Orb geben. Da wird sie verbrannt und der physische Angriff wird reduziert, aber das ist ja egal. Und wenn sie ausgerichtet wird, wird die Verbrennung wieder geheilt. Das ist doch eigentlich gar keine blöde Idee. Jetzt hoffe ich natürlich, wir haben den Heißsauber, aber ich glaube, wir haben den. Macht denn der ovale Stein? Dieses besondere eiförmige Stein hilft manchen Pokémon bei der Entwicklung. Muss ich das Scharnierer geben, damit es sich zu Hytera entwickelt? Oder gibt es nach Hytera noch eine Entwicklung? Ein Alternativtrank verstärkt eine Attacke, je öfter sie in Folge eingesetzt wird. Auch gar nicht schlecht. Wieso haben wir. Ich dachte, wir haben den Heißorb. Wieso haben wir den Heißorb nicht? Das ist ja blöd. War mir eigentlich sicher, dass wir den Heißorb haben. Ein Alter tragen dieser exotische Duftkraut macht den Träger benommen und langsam. Scheuchrauch. Ein Alterton tragen reduziert Begegnung mit wilden Pokémon, wenn der Träger an der Spitze des Teams ist. Wechselhülle. Ein Alterton tragen dieser harte Panzer sorgt dafür, dass sein Träger unter allen Umständen ausgetauscht werden kann. Ein Alterton tragen es ist immens schwer und senkt die Geschwindigkeit des Trägers.
Ah, bin ich jetzt ein bisschen ernüchtert, muss ich zugeben. Hast du keine Flirtbälle? Doch, ich habe, glaube ich, habe noch 9 Stück oder so. Das ist für Vonera, damit es sich zu Scharnira entwickelt. Aha, also Vonera ist ja die Vorentwicklung von Scharnira, stimmt. Ja, genau, also ich hab noch ein paar Flirtbälle. Stimmt, mit Flirtbällen kann ich das Evoli dann auch fangen, da hast du natürlich recht. Oh. Macht ein Lebenstropfen. Wundersames Wasser heilt die KP des Anwenders und seiner am Kampf beteiligten Mitstreiter. Eigentlich ganz cool. So, schau mal, haben wir noch eine normale Attacken-TM, die wir vielleicht einsetzen können? Anziehung vielleicht noch? Anziehung Sinn? Das ist weiblich. Die meisten. Ich glaube, Anziehung könnte man mal ausprobieren. Die meisten gegnerischen Pokémon sind ja männlich. Scharnira ist weiblich. Da könnte man das mal probieren. Gegen Rutenschlag können wir das austauschen. Mal sehen, wenn es. Wenn es nicht zum Einsatz kommt, ist es ja halb so schlimm. Fähigkeiten tausche. Fassade. Aber Fassade ist physisch. Wir brauchen ja, wenn, dann spezielle Attacken. Nee, wir haben sonst keine. Ist Widerhall. Das hat doch den Effekt, dass es immer stärker wird, je öfter man das in Serie einsetzt, oder? War das nicht so? Dann ist das ja zumindest eigentlich eine ganz coole Attacke. Attacke mit widerhallender Stimme. Wenn in jeder Runde ein Teilnehmer wiederholt. Wenn in jeder Runde ein Teilnehmer wiederholt die Attacke einsetzt, steigt die Stärke. Achso, das heißt, in Doppelkämpfen zum Beispiel, wenn beide Pokémon die Attacke einsetzen, dann wird sie stärker. Achso, wir können jetzt ja auch nochmal das Togepi anschauen. Das ist vom Typ Fee. Okay. Ich hätte gedacht, das ist normal Pokémon. Noch weniger Verteidigung ist natürlich eigentlich gar nicht so geil. Übereifer erhöht den Angriffswert, aber senkt die Genauigkeit. Ist ja auch ein vollblödes. Eine vollblöde Fähigkeit, weil wir den Angriff überhaupt nicht brauchen. Nee, da macht es auch keinen Sinn, Togepi einzusetzen. Das ist natürlich schade. Ist denn Heatran ein reines Feuer-Pokémon oder hat das einen Doppeltyp? Wir haben auch leider.
Du hast jetzt drei Porygon, naja. Was? Ah, Feuerstahl. Ja, wenn du willst, können wir tauschen. Aber geht das gar nicht? Ging das nicht auf Tastendruck? Da muss ich dafür in einer Stadt sein. Ah, jetzt geht's. Ging wahrscheinlich nur in der Villa nicht. Nein, wir brauchen ein Passwort. So, ich nehme wieder das Passwort 1311990. Schreib's aber gleich auch nochmal in den Chat. Brauchst du denn für deinen Pokédex vielleicht noch ein Pokémon, das ich dir jetzt gegen eins der Eier tauschen kann? Damit du vielleicht auch was davon hast? Brauchst du vielleicht noch ein Togepi? Oder ein Knospi? Dann werde ich am besten auch wieder das Feuer-Pokémon ins Team nehmen, damit die Eier schneller ausgetauscht werden. Wollen wir jetzt eigentlich ein Ei tauschen oder willst du mir alle drei geben? Ich glaube, alle Pokémon, die du hast, habe ich auch. Ja gut, ich muss auch dazu sagen, ich habe es jetzt bisher nicht drauf angelegt, den Pokédex zu vervollständigen, deswegen habe ich jetzt nicht so viele Pokémon gefangen. Und wenn ich das in dem Haus da gerade richtig verstanden habe, muss ich jetzt wieder zurück in den Karlberg. Oder muss ich vorher noch woanders hin? Kümmere dich gut um Ei. Dass mir Ei keine Schande macht. Wir können natürlich auch Zubat mitnehmen, damit sich so irgendwann zu X-Bad weiterentwickelt. X-Bad ist halt auch ganz geil. Wie heißt denn das Pokémon, das Cynthia im Kampf benutzt hat? Das erste Pokémon, was Typ Undicht Geist ist, glaube ich. Was man so super schwer bekommen kann. Weißt du das zufällig, Gardako? Auf jeden Fall erstmal danke für die Pokémon-Eier. Dann hoffen wir mal, dass es diesmal besser klappt. Ah ja, genau, Krypuk. Das ist halt super schwer zu bekommen. Ich hatte mich gerade überlegt, dass wenn wir Zubat ins Team nehmen, dann muss dafür ja Gengar raus, weil wir wollen ja keine Doppelbelegung im Team. Vielen Dank für den Follow übrigens, Louisken. Schön, dass du einschaltest und moin dir auch. Ich hoffe, du hattest eine gute Woche.
Das ist halt echt ein Krampf, den zu bekommen. Hast du denn zufällig schon eins bekommen? Gartaku? Also für dich, Louis, kennen wir spielen Pokémon Strahlender Diamant. Wir sind im Postgame, das heißt, die Story haben wir schon abgeschlossen. Haben jetzt noch ein Stück Side Story vor uns und ich versuche gerade mein Team ein bisschen umzustellen. Unsere Aufgabe seit ein paar Folgen ist, ein Porygon zu bekommen, damit wir das zu Porygon Z weiterentwickeln können. Der gute Gartaku hatte mir dazu ein Ei gegeben mit einem Porygon. Das ist am Anfang der Folge geschlüpft, aber es hat halt so ein schlechtes Wesen und Fähigkeit, dass wir es jetzt nochmal versuchen. Deswegen hat mir Gartaku jetzt gleich drei Eier gegeben mit Porygon und ich hoffe einfach mal. Achso, nee, wir müssen ja noch das Feuer-Pokémon ins Team nehmen, damit Eier schneller ausgebrütet werden. Jetzt ist natürlich nur die Frage, welches hat die Fähigkeit, die wir brauchen? Genau, dich wollen wir haben. Damit schlüpfen Eier nämlich schneller. So, und der TMC-Garten hoffen wir noch, dass wir ein Evoli bekommen. Das ist heute das seltene Pokémon hier im Ziergarten. Aber es taucht leider relativ selten auf. Ah, noch in Scharnieren. Was meinst du genau, Louis Ken? Ist das bei allen gleich? Was meinst du? Und auch ein Scharnierer brauchen wir nicht. Das Evoli. Also hier im Ziergarten ist es so, dass jeden Tag ein seltenes Pokémon hier auftaucht. Und heute ist es eben Evoli. Aber es ist anscheinend trotzdem super selten. Aber ich glaube nicht, dass das, oder ich weiß gar nicht, ob das bei allen Spielern gleich ist. Das kann ich dir gar nicht sagen. Ja, bei Gartaku, dem Mathematiker, ist es halt das Pi. Widerhall ist ja super schwach. Auch eine stärkere Normalattacke. Oh nein, wir haben. Ich glaube, dann gebe ich dir das Item, das dir die Flucht ermöglicht. Gibt es nicht auch eine Normalattacke, die stärker ist, je schwerer oder je langsamer wir sind? Und wie ist das bei dir, Luigi? Spielst du auch Pokémon?
Hast du die Edition auch schon gespielt? Das ist ja ein Remake von der dritten Generation. Oh, welches Item war das nochmal? Macht eigentlich der Adamant auch? Ist wahrscheinlich nur für das legendäre Pokémon, ja genau, nur für die Algar. Was die Wechselhülle? Ein Item zu tragen. Dieser harte Panzer sorgt dafür. Gut, das sorgt nur dafür, dass wir ausgetauscht werden können. Ich will ja nicht. Ach, wir haben gar kein Item, das die. Das uns ermöglicht. Das ist natürlich auch wieder blöd. Aber ich glaube, ich befolge mal den Tipp von Gataku und setze einfach Flottbälle ein. Sollten wir auf ein Nevoli treffen. Ah, cool, du spielst gerade auch. Wo bist du denn in der Story? Bist du auch schon durch oder bist du noch im Hauptspiel? Wahrscheinlich das Evoli dann vielleicht nur zu einer bestimmten Tageszeit. Also ich habe bei Misa-Fans gelesen, dass bestimmte Pokémon und Zielgarten auch nur nachts zum Beispiel auftauchen. Ah, da müsste ja theoretisch. Oh, ein Schuh. Einfach für den Pokédex-Eintrag. 8 Stück haben wir noch, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ist ja immer noch der Frühkäufer-Bonus. Da hat man ja zum Anfang, ich glaube, 12 Flottbälle bekommen oder so. Du hast dich so durch, hast gestern geschafft. Immer 5%, okay. Ja, so ist es bei Polygon auch, dass das auch eine 5%ige Chance ist. Es sollte eigentlich den ganzen Tag erscheinen, hat aber auch nur eine 5% Chance, die sich wie 1% anfühlen. Das Ding ist halt, ich glaube, so dringend brauchen wir Evoli gar nicht. Könnt mir noch vorstellen, dass ich das vielleicht zu Glaceoda weiterentwickle. Dann haben wir ein Eis-Pokémon im Team. Und dann könnte ich Rotom zu einem anderen Typ machen. Aktuell ist es ja Eis-Elektro. Was gibt es noch? Es gibt noch Feuer-Elektro. Es gibt noch Flug-Elektro. Mit Wasser-Elektro. Wasser-Elektro wäre zum Beispiel nicht schlecht, weil wir haben kein Wassertyp im Team. Da müsste ich mich auch erstmal wieder informieren, wo ich denn Evoli zu Glaceoda weiterentwickle. Du hast mir eben den. Ja, ich habe zwei Rotom. Glaube ich. Oder habe ich dir jetzt meinen. Habe ich dir versehen? Ich dachte, ich habe zwei Rotom. Da muss ich gleich nachschauen. Es wäre natürlich fatal, wie man so gut in Scrubs sagt. Hast du Nintendo Online? Ja, habe ich. Das braucht man ja, um
ja, hier Online-Tausche zu machen und Kämpfe gegen andere Spieler. Genau, ja, das habe ich. Man könnte natürlich auch ein Roselia fangen und das zu Roserade weiterentwickeln. Das soll ja auch sehr stark sein. Aber ich bin eigentlich mit dem Muck zufrieden. Wie teuer ist das? Oh. Das habe ich gerade gar nicht richtig im Kopf. Ich glaube, lass mich lügen, 20 Euro im Jahr. Also ich glaube, es war super günstig. Ich glaube, es sind 15 oder 20 Euro im Jahr. Aber alle Angaben ohne Gewähr. Ah, siehst du. 20 Euro im Jahr. Der Gataku, der ist unser Faktenchecker. Noch ein Scharnierer. Meine Güte. Wie lange das dauert, um so ein Evoli zu erwischen. Gataku, weißt du zufällig gerade, wo man das Evoli zu Glaceola weiterentwickelt? Da gibt es doch wahrscheinlich auch wieder einen Ort, an dem man sein muss. So wie bei Muk. Da mussten wir ja im Ewigwald an so einem moosbewachsenen Stein das Evoli aufleveln. Bestimmt gibt es für Glaceola auch irgendwie so einen Eisberg oder sowas. Rotom findet man auch im Ewigwald. Da ist ja so eine verlassene Villa. Aber dafür muss man den Nationaldex haben. Also den bekommst du, wenn du alle 150 Pokémon gesehen hast, du musst sie nicht fangen. Dann bekommst du, ich glaube, von Professor Eich den Nationaldex, National Pokédex. Und dann wird halt in dieser Geisterwelle ein Event getriggert und du kannst Rotom fangen. Ah, Route 217. Da dachte ich mir doch, dass es da so ein Eisfelsen gibt oder so. Wir müssen aber natürlich erstmal ein Evoli bekommen. Meine Güte. Spawnt das Rotom einfach in der Villa. Nee, da gibt es ein Zimmer, in dem ein Fernseher steht. Und wenn du den nationalen Pokédex noch nicht hast, dann ist einfach so ein Flimmern im Fernseher, so ein ja, Störbild. Und sobald du den nationalen Pokédex hast, kannst du den Fernseher ansprechen. Dann wird halt getriggert, dass dann aus dem Fernseher das Rotom entspringt.
Wir müssen genau das mal klippen, damit ich wie so ein Pokémon-Experte dastehe. Aber gibt es nicht auch Evoli so auf normalen Weg zu fangen? Ich meine, wir müssen ja irgendwie an das Evoli, das wir dann zum Muk weiterentwickelt haben, gekommen sein. Meine, es ist doch gar nicht so selten hier, oder? Oder haben wir das durch einen Ingame-Tausch bekommen? Ich bin mir da gar nicht mehr sicher. Ich habe den nationalen Pokédex. Aber bei dem Fernseher passiert nichts. Ah, genau, es war ein Geschenk in Herzogen. Also eigentlich sollte da was passieren. Oder war das vielleicht nur nachts? Du hast das in Herzogen als Geschenk bekommen. Ja, genau, das kann sein. Versuch das mal nachzumachen, Weekend. Also ich meine, du brauchst nichts weiter als den nationalen Pokédex und halt, dass es Nacht ist, damit das Rotom aber halt auch nur einmalig erscheint. So, ich brauche jetzt derweil irgendwas, um zu triggern, dass hier mal das Evoli erscheint. Oh, ich hoffe, wir haben noch einmal die TM-Eisstrahl. Dann für Glaceola. Oh, ein Surpeisel. Mit dem coolsten Pokémon-Ruf. Ich weiß gar nicht, ob wir Surprise schon haben. Ich fange es einfach mal. Jupp, es muss Nacht sein. Zwischen 20 Uhr und 4 Uhr. Nein, du bist zu einem Flottball ausgebrochen. Warum machst du sowas? Oh Gott, das sieht ja super wenig ab. Was machen wir denn da jetzt? Ich kämpfe mit Scharnierer, damit ich die Pokémon, die ich fangen will, nicht gleich besiege, weil die sind ja super tief im Level. Deswegen habe ich einen Scharnierer, das ungefähr denselben Level hat. Und zum Zweiten, ich will ja ein paar neue Pokémon für mein Team haben oder so für das erweiterte Team. Und Scharnierer, beziehungsweise dann später Hytera, könnte so ein Kandidat für für mein erweitertes Team werden. Weil es hat ein ganz. Hat ein recht optimales Wesen und hat eine ganz coole Fähigkeit. Aber es ist halt jetzt noch sehr schwach. Da fällt mir ein, Gartaku, weißt du zufällig, ob es in der Edition den Heiß Orb gibt? War der Meinung, ich hab den sogar schon, aber offenbar, also vorhin habe ich den nicht im Beutel gefunden.
Aber der Heißorb wäre, glaube ich, ideal für Scharnierer. Wie beeinflusst das Wesen ein Pokémon? Also das Wesen beeinflusst zwei Werte. Zum Beispiel bei Scharnierer ist der Spezialangriff und der physische Angriff. Ein Wert wird um 10% gesteigert und der andere Wert wird um 10% geschwächt. Bei Scharnierer bekommt zum Beispiel einen Bonus von 10% auf den Spezialangriff und einen Malus von 10% auf den physischen Angriff, was optimal ist, weil Scharnierer greift sowieso nur speziell an. Ja, bekommst du einen Duellpack für 16 GP. Ich glaube, 16 GP habe ich sogar schon. Sollte ich das denn vielleicht machen oder ist das Quatsch? Eigentlich ist das doch eine voll logische Strategie, dass der Heißorb verbrennt das Pokémon. Die Verbrennung reduziert den physischen Angriff. Das ist Scharnierer aber egal. Und wenn Scharnierer ausgewechselt wird, wird die Verbrennung geheilt. Also wenn ich mich jetzt nicht vertue, ist das doch eigentlich voll die clevere Strategie. Ah genau, Zerfeise hatten wir noch nicht, sehr gut. GP hast nur, wenn du im Duellturm schon gefarmt hast. Ja, ich habe schon ein bisschen was im Duellturm gemacht. Außerdem ist deine Idee keiner useless. Okay, Burn. Was ganz lustig ist, wenn man durch den Heißorb ja verbrannt wird. Ah, du hast recht, mir fällt auch gerade auf, Scharnierer kaschiert zwar alle Nachteile durch den Heißorb, aber ich habe dadurch keinen Vorteil. Fällt mir gerade ein. Hätte einen hohen physischen Angriff, wäre es ganz gut, weil durch die Verbrennung wird ja Fassade verdoppelt. Aber Scharnierer hat halt keinen hohen physischen Angriff. Jetzt muss doch mal hier ein Evoli auftauchen, das gibt's doch gar nicht. Übrigens, Gartako, weil du ja das letzte Mal auch mit dabei warst, Galea will demnächst wieder ein Community-Spielabend mit Mario Kart machen. Falls du Bock hast, kannst du da auch gern wieder mitmachen. War ja ganz lustig beim letzten Mal. Jesus Maria. Also das einzig Gute ist ja, dass durch das Rumgerenne ja auch die Eier ausgebrütet werden. Dann ist das zumindest nicht alles ganz verschenkt, was wir hier machen.
Aber trotzdem würde ich gern endlich mal einen Evoli treffen. Dann würden wir gleich zur Route 217 weitergehen, das zu Glaciola weiterentwickeln. Dann würde ich mir von Gartako meine Rotom zurückholen, was er mir gestohlen hat. Dann gehen wir nach Ewigenau, um das Rotom in eine andere Form. Ne, braucht man gar nicht. Das können wir schon. Können wir ja aus dem Beutel heraus machen, Rotom in eine andere Form wandeln. Wahrscheinlich werden wir Wasser-Elektro nehmen. Das klingt nach einer ganz coolen Typenkombination. Das dritte Pichu, das auftaucht. Ist nicht Pichu eigentlich auch relativ selten? Das spricht ja Bände darüber, wie schwer es ist, hier ein Evoli anzutreffen. Gibt es denn irgendwie einen Trick, den man hier anwenden kann? Das kann doch auch nicht sein. Das ist bestimmt schon eine halbe Stunde hier. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe mir jetzt auch schon so richtig in den Kopf gesetzt, dass ich ein Glaciola haben will. Und habe mir auch schon so richtig ausgemalt, wie ich dann den Rest des Teams umstelle, damit Glaciola ins Team passt und so. Deswegen habe ich jetzt eigentlich gar keinen Bock, die Suche nach Evoli abzubrechen. Weil dann kommt mir das so wie halt super verschwendete Zeit vor, die wir jetzt hier investiert haben.
Ja gut, ich schlage vor, wir versuchen es noch 5 Minuten. Und wenn es dann nicht klappt, dann gehe ich halt weiter. Das bringt dir so auch nichts. Ich will mir zumindest nochmal den Karlberg anschauen. Versuchen das Sea Train, was es da gibt, zu fangen. Schauen, dass das Porygon-Ei schlüpft. Und darauf hoffen, dass es diesmal ein gutes Wesen und Fähigkeit hat. Das ist halt einfach nicht zu glauben, ne? Ich brauche kein Pichu, ich brauche ein Evoli. Gebt mir ein Evoli. Wollt ihr ein Staravia? Nein. Wollt ihr ein Chanera? Nein. Wollt ihr ein Pichu? Nein. Was wollt ihr dann? Evoli. Evoli. Na gut, letzte Chance jetzt. Ja,
Dann gibt's wohl kein zweites Evoli. Dann gehen wir jetzt weiter zum Aalberg. Und zumindest, dass wir das Pokémon-Ei noch ausbrüten. Wir müssen dann denken, dass wir uns mit Tränken und Topschutzen eindecken. Wir haben jetzt ganz schön viel verbraucht. Ah, vor allem müssen wir jetzt wieder den Weg zum Kahlberg laufen. Okay, erstmal zum Überlebensareal, glaube ich. Genau, von da aus geht es jetzt zum Kahlberg. So, wir würden gern ein paar Top-Trinker haben. Und wir würden gern ein paar Top-Schutz haben. Da wir jetzt out of money sind, wenn wir noch die Nuggets verkaufen, die wir noch haben. Das können wir auch mal alles verkaufen, das brauchen wir sowieso nicht. Bringt zwar nicht viel, aber dann ist es zum Weg. So, Purpurstück können wir verkaufen, das brauchen wir nicht. Ist das Nugget hier gar nicht? Ich dachte, es wäre in der Tasche. Wenn es denn sonst sein? In der Medizintasche macht es ja auch gar keinen Sinn. Wo habe ich denn die Nuggets? Ach, ja. Ach, gibt es da sowas jetzt sogar eine eigene Tasche? Hm? Ah, die Schatztasche. Ja. Gut, dann haben wir jetzt zumindest wieder ein bisschen Kohle. Haben uns aber auch erstmal mit Items eingedeckt. Wir können aber erst nochmal ins Pokémon Center gehen und vor allem die AP heilen, die jetzt verbraucht sind. Wir haben jetzt auch nur drei Pokémon dabei, die kämpfen können. Wobei ich da Charnera mal rausnehme, also eigentlich sogar nur zwei Pokémon. Aber ich meine, gegen die ganzen Gesteins- und Boden-Pokémon hatte Muk eigentlich ganz gute Karten. Und so können wir hier auch schön Charnera trainieren. Schleudern. Ist Schleudern nicht physisch, dann bringt es ja nichts. Ja, ist physisch, dann bringt es uns nicht. Ich glaube, schleudert ja auch das Item, das Scharnierer trägt. Ist ja auch blöd.
Oh nein, bin ich hier schon wieder falsch? Ich habe ja ewig gebraucht, um zum Karlberg zu finden. Muss ich das alles nochmal machen? Aber das kriegen wir schon hin. Nee, das war falsch. Erste Chatnachricht von Aaron Dietermann. Hallo Aaron. Wir hatten zusammen per Pokeradar Pachirisu. Wenn du zuerst ein Shiny bekommst, tausche ich es gegen ein Shiny Level 100 Dialga. Wenn ich gewinne, bekomme ich ein Togepi. Danke fürs Angebot, aber ich glaube, da habe ich gerade nicht so Bock drauf. Aber euch viel Spaß. Ich glaube, ich habe heute erstmal genug Hunting oder Grinding gemacht. Ich habe gerade ungefähr 40 Minuten nach einem Evoli gesucht, das aber nicht gefunden. Pachirisu gibt es beim Windkraftwerk. Geht auch ohne einen Togepi. Nee, danke fürs Angebot, aber ich habe da erstmal kein Interesse dran. Okay, ich sehe schon jetzt ist Scharnierer schwierig zu trainieren, frisst ganz schön viel EP. Dann hoffe ich mal, dass Scharnierer bald eine Attacke lernt und wir es dann auch mal direkt im Kampf einsetzen können. Weil ich weiß gar nicht, wenn es nur so passiv EP bekommt, ob dann die Zufriedenheit steigt. Weil wir brauchen ja die maximale Zufriedenheit, damit es sich zu Hytera weiterentwickelt. Ich glaube, Europe haben wir schon. Solange es auflevelt, steigt das Freundschaftslevel. Okay, also auch wenn es nicht aktiv am Kampf teilnimmt. Das ist ja zumindest schon mal nicht verkehrt. Ein bisschen AP sparen, deswegen setze ich jetzt mal Kreuzschere statt Laubklinge ein. Ich habe gar nicht im Kopf, was Scharnierer noch so für Attacken lernt. Ich, lass mich da mal überraschen. Das ist jetzt wieder so eine Fisselarbeit hier.
Aha, verdammt. Aber warum? Das habe ich beim letzten Mal schon gehasst. Aber ich muss dann noch eins runter. Meine Güte. Bin ich zumindest in der auf der richtigen Höhe. Oh nein. Das gibt's doch gar nicht. Musste doch noch eins runtergehen. Ey, diese verdammte schlechte Animation. Chanera kann keine weiteren speziellen Attacken durch Level aberlernen. Ah, das ist natürlich keine gute Nachricht. Ich habe, glaube ich, auch keine speziellen Normalattacken als TMs. Da muss ich wohl noch mal im Kaufhaus schauen. Oder im EP-Laden. Und die einzige normale Spezialattacke, die es durch TML lernen kann, ist Hyperstrahl. Ist das so eingeschränkt? Ja, das hatte ich gar nicht im Hinterkopf, aber es muss ja irgendwie ein kompetitives Moveset für Chanera geben, das kann ja gar nicht sein. Na, Bodycheck ist halt physisch, brauchen wir nicht. Ach, Chanera entwickelt sich schon. So schnell ging das mit der Zufriedenheit.
Also ich mag das ja total, dass man die Pokémon aus dem Pokéball holen kann, aber das ist halt super schlecht animiert. Bin ich hier schon mal lang gelaufen? Schauen wir uns erstmal an, was es da so gibt. Also im Competitive hat Hatira das einzige als einzige Angriffsattacke Gero. Haben wir tatsächlich ein Item übersehen. Holzkohle verstärkt Feuerattacken. Ah, da muss ich mir das vielleicht nochmal mit Hatira im Team überlegen. Ich dachte, das wäre eine gute Idee. Ah, dann ist das ja heute eine Folge voller Enttäuschungen. Erst hat das Porygon nicht funktioniert, dann hat das Evoli nicht funktioniert, jetzt funktioniert das Hatira nicht. Mir wurde auch noch das Rotom geraubt. Aber es kann halt Flammenwurf, Donnerblitz, Eisstrahl und noch andere gute Attacken erlernen. Ah, da bekommt es aber halt leider keinen Stat-Bonus drauf. Oder gibt es ein Item, womit man von Hyperstrahl diese Aussetzrunde überspringen kann? Also ich weiß, für Solarstrahl gibt es ja zum Beispiel Sonntag die Attacke, damit halt Solarstrahl keine Aufladerunde mehr braucht. Type Coverage ist halt manchmal besser als nichts. Ja, das stimmt schon. Das ist wohl wahr. Und ich meine, vielleicht ist halt, vielleicht ist schon die Hatira halt trotzdem gut, auch wenn man nach Überstrahl eine Runde aussetzen muss. Wer weiß das schon? Snowbillycat. Cool, dass hier so viele Pokémon aus der ersten Generation kommen. Also auch die wilden Pokémon und die anderen Trainer hier auf der Route. Hatten ja, wenn ich mich nicht täusche, nur von aus der ersten Gen. Ein Fläschchen Zink. Muss ja sagen, ich finde Fahrradfahren in Pokémon-Spielen immer super anstrengend.
Ah, ich glaube, so strategisch ein Doppelkämpfen könnte Scharnierer schon was bringen. Das hat zum Beispiel auch so eine Attacke, die Genesung funktioniert, aber auf das gesamte Team wirkt. Ich glaube, das könnte ganz nett werden. Wenn ich mir also erstmal überlegen, wenn ich ihm Hyperstrahl, Flammenwurf und Eisstrahl beibringe und halt diese Genesungswasserattacke. Oder es könnte halt strategisch auch gut werden, weil es kann halt Anziehung und Gesang. Ich glaube, Smogmog haben wir schon. Smogmog und Slimog aus der ersten Generation sind auch so Pokémon, wo ich mir denke, die hätten sich mal. Die hätten sich mal eine weitere Entwicklung verdient. Also ich weiß, Smogmog hatte ja in Schwert und Schild eine Mega-Entwicklung oder einer Maximierung oder so. Aber ich glaube, die beiden haben seit der ersten Gen keine Entwicklungsspindel bekommen. Heilwoge. Macht denn Heilwoge nochmal? Anwender löst eine schmerzenlindernde Welle aus und heilt dabei das Ziel mit der Hälfte von dessen maximalen KP. Das ist ja eine voll dumme Attacke. Smogmog hatte eine Regionalform. Stimmt. Das stimmt. Sonne und Mond. Meine Lieblingsregionalform ist ja immer noch die Regionalform von Dickdrie aus Sonne und Mond. Da war es einfach mal Stahltyp. Und hat halt super cool ausgesehen mit den verschiedenen Frisuren. Mascha können wir, glaube ich, auch schon. Das brauchen wir auch nicht fangen. Ich finde halt die Alola-Form von Vulpix und Vulnona voll nice. Stimmt, da waren die ja Eis-Pokémon. Übrigens, Fun Fact: Vulnona ist angelehnt an die japanische Fuchsgöttin Megitsune. Ah, das ist doch auch ein First in einem Pokémon-Spiel, dass man einen Stein so ein Berg abschieben konnte, oder? Jetzt geht das Ganze jetzt zumindest ein bisschen schneller, weil wir ja schon den Weg wissen.
Ich fände es ja cool, wenn wir die Folge heute beenden mit dem Schlüpfen der Pokémon-Eier. Sollen wir mal schauen, berührt sich denn da schon was? Man kann schon etwas hören. Es wird wohl bald schlüpfen. Das bei allen dreien. Sehr gut. Dann kann es ja theoretisch nicht mehr so lange dauern. Da sind ja auch ganz viel rumgelaufen. Und vielen Dank für das Wassermarsch. Bin zwar gerade irritiert, warum die Animation nicht auftauchte. Aber da kümmere ich mich dann mal nach dem Stream drum. Glaub schon, habe mich jedenfalls anfangs voll verwirrt. Moin, Trollo. Na, wie geht's dir? Was hat dich denn verwirrt, Gartaku? Ah, das erste Porygon schlüpft. Und wir einigen uns alle darauf, dass es das erste Porygon ist, das schlüpft. Da. Hat Porygon eigentlich ein Geschlecht oder ist es neutral? Aber es muss ja ein Geschlecht haben, sonst könnte es ja keine Eier machen. Das mit dem Felsen die Treppe runterschieben. Ja, stimmt. Also ich habe auch beim ersten Mal habe ich halt voll gerätselt, wie ich da langkomme, weil das ja eigentlich so typisch ist. Cool wäre, wenn wir jetzt sogar noch ein Shiny Porygon bekommen. Aber da ist die Chance irgendwie bei 4000 oder so. Okay, dann schauen wir nur mal, dass eins der Porygon ein okayes Wesen und Fähigkeit hat. Ah, Herkunft Linktausch trotzdem, also bringt das gar nichts. Okay, das ist schon mal kein so gutes Wesen. Brauchen halt keinen Bonus auf Angriff. Die Fähigkeit ist halt auch nicht optimal. Ah, tatsächlich haben alle drei kein gutes. Tatsächlich sind die alle drei nicht so geil. Ach, das nervt mich ja. Die sind tatsächlich alle drei nicht so geil. Brauch halt keinen Bonus auf den Angriff. Na, herzlichen Glückwunsch. Wie nehmen wir denn stattdessen jetzt mit? Noctuska wieder mit. Und wie noch mit? Dich nehmen wir wieder mit. Unser liebes Gengar. Gartaku, da haben wir wohl schlechte Karten. Naja, der Unlucky, da hast du recht. Aber trotzdem, wie gesagt, Dankeschön, dass du mir geholfen hast.
Ich werde es einfach weiter über den Ziergarten probieren. Da kann ich ja zur Not auch das Spiel resetten, wenn mir das wesentlich gefällt. Und Luiken ist wieder da. Moin. Willkommen zurück. Ich bin gerade im Karlberg. Das ist ein Vulkan auf der Überlebensinsel. Also im Postgame. Da kommst du bestimmt auch noch hin, wenn du gerade die Story durchgespielt und den nationalen Critics bekommen hast. Das Schöne an der Überlebensinsel ist, dass es hier quasi nur Pokémon aus der ersten Generation gibt. Finde ich richtig gut. Oh, ein Makago. Ich glaube, das haben wir noch nicht. Oh, das ist natürlich auch gar nicht so gut, da jetzt einen Pflanzen-Pokémon drin zu haben. Wen nehmen wir denn lieber? Ja, die Sache ist natürlich auch, wir können jetzt nicht... Wir dürfen das Pokémon natürlich nicht besiegen. Aha, ist also nur Feuer. Ich hatte kurz überlegt, ist es vielleicht Feuerboden? Wie lucky bist du denn? Das ist allerdings auch lucky. Ah, Feuergestein, das ist okay. Was könnte man denn noch für Pokémon... Also welche Pokémon sind so für PvP-Kämpfe und für den Duellturm noch gut? Was könnte man noch so in sein Teampool mit aufnehmen? Knackrack, glaube ich. Ja, Knackrack habe ich schon Team. Das habe ich schon relativ früh bekommen, weil das ist auch, glaube ich, neben Dialga halt der einzige Drache im Spiel. Zumindest im Spiel, also im Story-Spielverlauf, sage ich mal. Man kann zwar im Untergrund noch Wablu fangen, was man dann noch zu einem Drachen weiterentwickeln kann, aber an sich gibt's hier keine große Auswahl. Utelanda, Dragoran, Gyarados, Togekiss. Ja, ich hatte ja vorhin überlegt, ob ich mein Togepi vielleicht trainiere und zu Togekiss weiterentwickle, aber es hat halt ein super schlechtes Wesen. Ja genau, Altaria kann man... Oder beziehungsweise Wablu kann man im Untergrund fangen, zu Altaria weiterentwickeln. Ich weiß gar nicht. Hat man die Vorentwicklung von Brutalanda auch im Untergrund bekommen? Also ich glaube im normalen Spiel bekommt man doch. Also es sei denn, es ist irgendwie editionsspezifisch eine leuchtende Perle zu bekommen. Aber naja. Ah, Drasche gibt es im Postgame. Okay, das habe ich nicht gewusst.
Ein Golbat. Ich glaube, das haben wir noch nicht. Habe aber auch Kindwurm gesehen. Guter Lander wäre vielleicht gar nicht verkehrt. Muss ich mich mal informieren, wo es Kindwurm und Raschel zu fangen gibt. Ich glaube, ich habe Raschel bisher nur in einem Doppelkampf mal gesehen, auf der gegnerischen Seite. So, wir versuchen mal Golbat zu fangen. Das können wir dann bestimmt schnell zu X-Bat weiterentwickeln. Hey, wir können natürlich auch dich wieder auswechseln. Brauchen wir jetzt gar nicht mehr. Ich hoffe, dass sich das nicht ausnockt, weil ich hoffe, dass Gift auf Gift nicht sehr effektiv ist. Trotzdem knapp. Blanka ist halt ein Rasierapparat. Rechte Hand macht, glaube ich, auch keinen Schaden, von daher brauchen wir es nicht. Plus gar nicht 57, sehr gut. Aber wir haben zwar auch ein Zubat. Müssen jetzt mal schauen, wer von den beiden das bessere Wesen und Fähigkeit hat. Wir haben ja gerade bei Hytera gesehen, es geht recht schnell mit der Zufriedenheit. Findet durch erhöhte Konzentrationsfähigkeit zurückschrecken. Und was macht Golbat so? Oh, ein Malus auf Verteidigung. Wenn er durch erhöhte Konzentrationsfähigkeit zurückschreckt. Haben wir sogar beide die gleiche Fähigkeit, das gleiche Wesen? Nee. So, damit haben wir auch mal ein Flug-Pokémon im Team. Das hatten wir, glaube ich, auch noch nie. Ich hatte mich ja schon relativ früh im Spiel gegen Staravia entschieden, weil wir ja kein Flug-Pokémon wegen der Form brauchen, weil es gibt ja in dem Spiel keine Forms.
Jetzt haben wir zum einen den Vorteil, dass wir die Kraxler-Wände hoch und runter klettern können. Das heißt, wir brauchen nicht so lange zum Ausgang. Aber wir müssen natürlich erst trotzdem erstmal den richtigen Weg dann finden. Oder wiederfinden. Ich werde jetzt mal einen Top-Schutz einsetzen, weil das ist super nervig. Auch wenn Scharniere eigentlich noch etwas Training gebrauchen könnte. Ah ne, ist ja High-Tiere, ist es nicht mehr Scharniere. Frage ist, kann ich denn dann Heat Train eigentlich einfach mit einem Flottball fangen? Ach, da steht ja auch einfach. Ach, da gäbe es jetzt noch eine Zwischensequenz oder so. Heat Train. Ich versuche den einfach erstmal mit einem Flottball zu fangen. Oh, der ist ja der Feuer, das ist jetzt sogar ein bisschen riskant mit Muck drin zu bleiben. Nee, Flottball bringt halt gar nichts. Es ist männlich, das heißt, ich kann es mit Scharniere dann, also wegen Anziehung sogar. Macht das vielleicht Sinn? Und damit Gesang? Aber das macht wahrscheinlich erst, wenn es geschwächt ist, weil er ist ja Stahl. Wait, wenn er Stahl ist, kann ich ja. Aber er ist ja auch Feuer, dann bringt das ja nicht. Nehmen wir mal Mew, weil Mew hat eine Wasserattacke. Jetzt habe ich Knacker gar nicht im Team. Ich bin noch viel zu unvorbereitet hier einfach in den Kampf gegangen. Liedewasser verbrennt ihn vielleicht, das wäre vielleicht noch nicht schlecht. Alter. Boah, jetzt wäre ich fast geflohen. Uiuiuiui. Was nur für Attacken. Ah, warum habe ich meinen Knackkrank nicht dabei? Blöd. Ah, es hat ja keine Wirkung auf Stahl, stimmt ja. Ach, das ist auch die höchste Form des Trollens. Ich erst durch Pokémon-Armee überleben lassen, dann mich verbrennen und... Nein! Oh Gott! Verdammt. Und jetzt gab es wahrscheinlich nur die eine Chance, das zu bekommen, oder? Oh nein! Das ist... Ist das schlecht? Ist das schlecht?
Ich glaube, das ist mir sogar schon mal passiert, dass ich aus dem. Ja, das war bei einem der drei mysteriösen Pokémon an den Seen. Da bin ich auch versehentlich geflohen. Mann. Ah, jetzt muss ich auch noch die andere Richtung. Das ist super nervig. Wait, ich glaube, ich bin hier falsch. Hier muss ich. Die Frage ist nur, in dem Haus war doch Avenaro und der ist doch vorgegangen zum Vulkan, um den Magmastein zurückzubringen. Warum war er denn dann gerade nicht da? Sind wir denn dann überhaupt hier im Kahlberg fertig? Oder müssen wir den suchen oder so? Ja, das frage ich mich auch gerade, was es da noch in dem Berg gibt. Ich gehe jetzt mal zurück zum Überlebensareal. Und schau mal dem Haus nach von Avenaro. Ah, dumm. Die einzige Möglichkeit gewählt, die bei der ich nicht durchkomme. So, dann fliegen wir mal zurück. Nicht jetzt richtig? Naja, bin ich. Ich glaube, Heatran war das Einzige, was du im Berg noch machen konntest. Ja, aber Venaro ist ja auch nicht da. Heatran, also gab es so ein Pokémon wirklich? Kam es tatsächlich aus der Zeit auf die Welt, als Sinnoh entstand? Zu der Zeit auf die Welt, als Sinnoh entstand. Fun Fact: Pokémon-Legende Arceus wird ja die Vorgeschichte von Sinnoh erzählen. Ja. Dann sind wir ja eigentlich soweit durch. Also es gibt ja sonst eigentlich nicht zu machen oder eigentlich gar nichts mehr zu machen in dem Spiel. Wir könnten theoretisch doch was im Duellturm machen, aber das bringt ja auch keine Punkte. Jetzt könntest du versuchen, Giratina zu fangen. Aber ich glaube, das mache ich dann beim nächsten Mal. Ich muss mich jetzt erstmal von den multiplen Rückschlägen in diesem Stream erholen. Von daher schlage ich vor, ich speichere hier. Und wir sehen uns am Sonntag zur nächsten Folge wieder. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.